Hallo und willkommen zurück zu GTA San Andreas. Es ist gerade Nebel in Las Venturas, ein seltener Anblick. Ich habe jetzt offscreen die meisten Waffen nachgekauft, hat nicht für alle gereicht. Wir haben weder die Minigun, die müssen wir uns noch holen, das werden wir auch gleich jetzt machen, noch habe ich ein Präzisionsgewehr und die Munition ist natürlich auch weniger, weil das Geld halt nicht gereicht hat. Ich habe versucht, hier auch noch die ganzen Dollar-Symbole abzuholen. Das beim Casino hier habe ich nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob wir da überhaupt Geld kriegen, obwohl wir ja eigentlich Partner sind. Und das in Los Santos in der Grove Street war weg, was vermutlich daran liegt, dass wir halt jetzt irgendwie nicht mehr in Los Santos sind. Das beim Flughafen in Verdant Meadows hat ein bisschen was gebracht. Ich weiß nicht, 3000 Dollar oder so, warum auch immer. Und das beim Zero in San Fierro war auch weg. So, das heißt, wir holen uns jetzt mal ganz schnell wieder die, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu tief fliege, weil man ja hier leider oft in plötzlich auftauchende Bäume fliegen kann. Wir holen uns jetzt wieder hier die Minigun, das muss einfach sein, und dann fliegen wir zur Crash-Mission. Da bin ich gespannt, was da auf uns zukommt, denn der Tenpenny hat ja gesagt, dass da irgendwie, dass wir das Dossier ihm übergeben sollen, Ja, und natürlich diese Heist-Mission, wo man das Casino überfallen sollen oder müssen, die können wir natürlich dann später auch noch machen, denke ich. Die werden ja uns ja nicht irgendwie weggenommen, genauso die Zero-Missionen, aber ich glaube, die zweite Zero-Mission, die muss ich, wenn, dann doch auch mal offscreen machen, weil vor etlichen Folgen schon haben wir die mal probiert und irgendwie hat es halt nicht wirklich geklappt. Ich dachte jetzt gerade, da wäre irgendeine Waffe am Boden, aber das habe ich mich wohl getäuscht. So, auf jeden Fall ist da hinten eine Waffe auf dem Pfeiler und die respawnt ja auch. Ich frage mich jetzt, wie das ist. Die kann man mehrere Male holen, das weiß ich, weil ich das schon gemacht habe. Nur ist die Frage, wie weit muss man wegfliegen, damit sie respawnt. Das können wir aber bei Gelegenheit ja auch mal testen. So, bisschen höher, bisschen tiefer. Zum Glück ist das mit dem Heli zu landen ja keine große Kunst. Das ist eine ziemlich triviale Geschichte. Einfach halt, ja, positionieren richtig und tja, runter halt. So, da sind wir. Die Minigun ist genau hier im Heli drin jetzt. Ich hoffe, die können wir aufheben. Ja, haben wir sie? Jawohl, we have a Minigun. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt fliegen wir einfach mal ein Stückchen weg. Oder wer weiß, vielleicht muss man auch speichern. Wir könnten rüberfliegen zur Baustelle, wo wir ja sozusagen auch zu Hause sind. Und dort speichern. Und dann fliegen wir auf dem Rückweg Richtung Crash-Mission einfach nochmal hier vorbei und holen uns die Minigun ein zweites Mal. Dann haben wir 400 Schuss Munition. Das reicht fürs Erste. Raketenwerfer brauchen wir sowieso nicht. Minigun ist viel besser. Und das Präzisionsgewehr, ja, ich schätze mal, bei der nächsten Mission kriegen wir eh wieder 10.000 Dollar nachgeschmissen. Dann können wir das auch wieder kaufen und Waffen aufheben. Geht natürlich genauso. So, wo sind wir denn? Da drüben sind wir doch. Also, ab mit uns. Da? Ja, da. Das sind, glaube ich, keine Bäume, die plötzlich spawnen können. Ne, sind auch keine. So, dann parken wir mal hier schön ein. Und kurz zur Speicherdiskette gelaufen. Abgespeichert. Damn and Blast. Da zeigt er immer den Namen der letzten Mission an. Und, ja. Geht mal wieder ab. Alter, die Straßenbahn. Rammt einfach den Heli weg. So. Zum Glück ist er robust. Also das macht ihm witzigerweise ja nichts aus. Und auf zum Crash-Symbol. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Der Tenpenny hat bestimmt wieder irgendeinen voll super duper Auftrag für uns, so wie ja, weißt, jetzt hat's das Militär auf mich abgesehen. Ich möchte bitte, dass du die Area 69 komplett verwüstest. Ich hab zwar nichts, mit dem ich dir dabei helfen kann, aber das schaffst du schon, Karl. So, irgendwas muss da ja jetzt kommen, also der muss das ja auch ein bisschen toppen, was wir für den alles schon machen mussten an krassen Sachen. Das ist alles nur wegen dem Sweet. Er sitzt ja immer noch im Gefängnis. Interessanterweise hat er sich auch nicht mehr gemeldet. Ich meine, er darf vielleicht nicht so telefonieren jetzt im Gefängnis. Das ist ja, da gibt es ja möglicherweise Einschränkungen, aber in den USA ist ja sowieso wieder alles ganz anders. Die Gefängnisse dort sind ja irgendwie, ja, ganz, ganz anders als in Europa. Wo man ja davon ausgeht, dass jemand
immerhin noch eine gewisse Menschenwürde hat, auch wenn er im Gefängnis ist. In den USA ist das ja eher nicht so, wird das ja eher nicht so gesehen, sage ich jetzt mal. So, oh, hoppala, da ist ja eine Mauer. Dann mal einfach mal hier, ist ja auch besser, weil sonst despawnt ja womöglich, wenn wir da zu nahe an dem roten Teil landen. El Castillo del Diablo, da waren wir schon mal. Ist das nicht eh hier, da wo der, da hat doch der, habe ich jetzt die Minigun holen vergessen? Ja, ich habe es natürlich vergessen. Oh Mann, bin ich verwirrt. Fliege ich einfach dran vorbei. Okay, ist ja auch egal. 200 Schuss reicht fürs Erste. Können wir uns immer noch holen. Hi nun. Ah ja, das ist das Dossier, so wie es aussieht. Carl! Hope we didn't keep you waiting, Holmes. Nah, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. You snitch piece of shit. You Vato asshole. You sold us out. Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. Oh Mann, wir müssen jetzt das Grab ausheben für den Hernandez. Die haben den umgebracht. Aber der Heli ist noch da. Hihi. Alright, that's good. That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Erledige Pulaski, okay. Natürlich ist er erstmal unbesiegbar, das ist geskriptet. Mit dem scheiß Auto müssen wir den jetzt erledigen, Alter. Mit Heli kann ich ihn wahrscheinlich nicht erledigen. Das war jetzt aber schon krass irgendwie. Wo ist er denn? Da ist er. Muss ich jetzt echt einen Drive-By machen? Sieht so aus. Wo fährt der hin? Da fährt... was macht denn der? Der fährt auf der Seite. Schauen wir mal, ob wir ihn rammen können. Carl, you got it all wrong, pal. Tenpenny was the one saving your ass. Ich tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht drüber spreche über die Gespräche, die die zwei jetzt führen. Leider haben wir es irgendwie nicht geschafft, den jetzt zu rammen. Das wäre natürlich besser gewesen. Für uns jetzt, also dann hätten wir den eventuell... Ach, da können wir jetzt eine Abkürzung nehmen. Whoop. Every time I wanted to get rid of you, he'd find some excuse to keep you alive. Well, now it's up to me and I ain't such a fucking soft touch. Okay, der Tenpenny wollte den Karl erstmal gar nicht umlegen. Klar, weil er ihn ja auch gebraucht hat. Jetzt müssen wir den... Some great shots of her and her burial boyfriend going at it like a couple of horny chihuahuas. Man, does she put out like a pro. Screw you, Pulaski. I know what you're trying to do, and you ain't... Alter, ist aber auch noch in ein Polizeiauto reingefahren. Also für Drive-Bys bin ich echt nicht geschaffen. Und ich sehe schon, komm, gleich wird stehen, er ist dir entkommen. Und dann, können die mir nicht ein besseres Auto geben? Ich nehme jetzt ein Motorrad. Hallo, schnell. Ich brauch das, tut mir leid. Weil mit dem kann man immerhin vorwärts schießen. Das ist ja durchaus ein Vorteil, weil man da nicht ständig hin und her gucken muss und dabei nicht sieht, wo man hinfährt. So, Fahndungsstern ist schon wieder weg. Das ist immerhin schnell passiert. Ha! So, der versucht jetzt natürlich den Karl irgendwie zu ärgern, aber das wird ihm hoffentlich nicht gelingen. Ha, ist aber reingefahren. Gut, dann, jetzt dreht er wieder um. Na super. Das Motorrad ist natürlich auch nicht das Beste jetzt, weil da gibt es ja schnellere. Es ist aber auch nicht das Schlechteste. Also ich glaube, dass man da, nachdem der auch so viele Fahrfehler macht, der
der Pulaski. Hoffe ich mal, dass wir den jetzt irgendwie erledigt bekommen. Das ist jetzt auch krass, wie schnell das jetzt passiert. Alter! Mann, diese scheiß Taxifahrer. Ich hasse sie. Ich hasse sie, diese Taxifahrer. Im echten Leben genauso. Pulaski flieht. Ja, aber... wohin? Wo ist er denn jetzt? Nein, das gibt's doch nicht. TP-Mode. Oh, das auch noch. Den muss man also... Mann. Ich habe gerade eine Idee. Mal gucken, mal gucken. Wir sind jetzt hier in Doherty. Wir haben einen Panzer stehen in... ihr wisst schon wo. Wir haben einen Panzer stehen in... Ihr wisst schon wo, in Prickle Pine. Wie wäre es denn, wenn wir den Pulaski mit einem kleinen Panzerchen umnieten? Das hätte der ja verdient. So, Taxi-Mission. Ich habe jetzt nur das Taxi genommen, weil nichts Besseres kam. Wie komme ich jetzt am besten rüber nach Las Venturas? Ich fürchte ja fast, dass ich jetzt einfach fahren muss. Da ist ein Golf. Den nehme ich mir. Dem kann man besser fahren. So. Give me your whip, fool. Aber das heißt, okay, die haben den Hernandez, der hat ein Gewissen, sozusagen, der Hernandez, im Gegensatz, weißt du was, wir nehmen einen Helikopter. Das geht, glaube ich, doch schneller. Oder gar ein Flugzeug, können wir ja mit dem Flugzeug eigentlich mal machen. Was halt so rumsteht da. Der Hernandez hat ein Gewissen, der hat da Bericht erstattet drüber, über die Aktivitäten von der Crash-Einheit. Und das war natürlich dem... Tenpenny, das ist irgendwie rausgefunden. Der hat natürlich jetzt gesagt, naja, jetzt werden wir den Hernandez eben umlegen und den Karl gleich mit, weil der ist für uns jetzt nicht mehr nützlich. Und der hätte bestimmt auch den Pulaski dann als nächstes gekillt. Glücklicherweise für uns hat der Hernandez dann aber im letzten Moment irgendwie, ist er noch wach geworden, hat sich auf den Pulaski gestürzt und dann ist der geflohen. Nun gut, leider kann man den Pulaski offenbar, während er zum Auto läuft, nicht killen. Das ist halt so geskriptet. Das ist zwar auch doof, aber ist halt so. Und man muss ihn also so erledigen. Wenn wir jetzt aber einen Panzer haben, glaube ich, dass wir ihn einfach abknallen, also abschießen können mit dem Panzer. Das sollte eigentlich problemlos möglich sein. Also holen wir uns einen Panzer, also holen wir uns den Panzer, indem wir jetzt einfach mal rüberfliegen nach Las Venturas. Gut, dass die so eine kurze Start-Dingens haben. Jetzt muss ich nur hoch genug fliegen, dass wir nicht gegen einen Baum fliegen. Das ist glücklicherweise ein Chat, der steigt relativ schnell. So, jetzt schnell auf der Karte, die sich extrem langsam zoomt. Das merke ich nur mal so nebenbei an. Den Punkt setzt, dass wir auch wissen, wo wir hin müssen. Gut, sind wir eh auf einem guten Weg. Und dann sind wir eh 0,x da, holen den Panzer aus der Garage, fahren dorthin in die Wüste, parken ihn ein Stückchen weg. Am besten, wir wissen ja jetzt, wo der hinfahren würde, der Pulaski, am besten so, dass wir da gleich reinspringen können. Und dann wird's lustig, dann kann er mit seinem Polizeiauto einpacken, denn wir haben dann einen Panzer. Ah, das wird Spaß machen, ich freue mich schon. So, die Area 51 bzw. 69 ist ja hier nicht. Ich hoffe nur, dass es nicht eine Rakete da startet. Die sind ja da voll empfindlich, da brauchst du ja gar keine Sterne haben. Es reicht schon, wenn du einfach nur in der Nähe bist. So, fahren wir das Fahrwerk aus. Und da hinten ist Prickly Pine, da ist ja auch unser Haus. Das heißt, da werden wir einfach am besten jetzt hier gleich landen. So, und raus. Der Flieger kann ja mal im Hinterhof stehen bleiben. Der Panzer ist, wenn es geklappt hat, mit dem Speichern in der Garage drin und mein Panzer ist weg. Nee, das ist aber jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich habe extra gespeichert, damit der da drin bleibt. Die wollen mich aber echt verarschen. Na super, okay. Oh Mann, wieso bleibt der nicht? Wieso ist der dann weg? Ich habe den extra reingestellt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht.
Wieso das Spiel da so buggy ist und den Panzer einfach aus der Garage rauslöscht. Ist ja voll die Verarsche. Wir können da was anderes probieren. Wir haben ja den Minigun. Wir ballen einfach auf sein Auto. Es heißt ja erledige Pulaski. Das heißt ja nicht, dass wir irgendwie jetzt ihn... dass wir nicht sein Auto sprengen dürfen. Wir können, während er zu seinem Auto läuft, einfach mit allen, aus allen Rohren mit der Minigun ballern. Und eigentlich müssten wir es dann auf diese Weise auch schaffen, ihn zu erledigen. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt meine präferierte Option, aber was soll's? Es hilft ja nichts. Irgendwie müssen wir die Situation lösen. So, gibt's hier wieder Geld? Ach, ja, eh ein bisschen. Ich speichere mal hier, da sind wir näher dran. Falls es wieder nicht klappt, was ich jetzt nicht hoffen möchte, Damn and Blast, drüber speichern und wieder raus. Jetzt, weißt du was, wir nehmen das Motorrad, mit dem sind wir, glaube ich, eh auch am flexibelsten, wenn wir ihn doch verfolgen müssen. Ich könnte auch das Jetpack nehmen, aber ich weiß nicht, das ist mir irgendwie jetzt gerade nicht so sympathisch, weil ich nicht weiß, ob ich das dann, ob ich dann rechtzeitig wieder rauskomme, ob das dann weg ist, wenn ich, oh ja, da fliegt ein Flugzeug. Wenn ich ihn dann doch verfolgen muss, womöglich muss ich ihn dann mit dem Jetpack verfolgen. Und das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Aber probieren wir es mal mit der Minigun. Wir haben ja die Option, wir haben ja hier gespeichert. Wir können das ja dann mal machen. So, da sind wir auch schon hier in... Wie hieß das nochmal? El Castillo del Diablo, so irgendwie. So, oh Mann, so. Der fährt ja dann hier weg, dann heißt das, dass wir das vielleicht hier einfach hinstellen, das Motorrad. Dann können wir das schnell machen. Die Zwischensequenz können wir ja zum Glück überspringen. Ich nehme schon mal die Minigun, vielleicht merkt das sich das auch. So, jetzt haut er ab, der Herr Pulaski, und wir haben eine Minigun. Komm, wo ist er denn? Erledige Pulaski. Was hat denn der für ein Auto? Das gibt's doch nicht. Was hat denn der für ein Auto? Willst du mich verarschen? Das Motorrad ist auch weg. Oder was? Oder habe ich es auf der falschen Seite geparkt? Dieses Auto, was komplett gegen Minigun unbesiegbar und unverwüstlich ist? Was ist das für eine Scheiße? Also jetzt mal im Ernst. Hey, Eddie. You know Tenpenny gonna rub you out too. Carl, you got it all wrong, pal. Tenpenny was the one saving your ass. Every time I wanted to get you, he was the one to keep you alive. Gleich drei. I ain't such a fucking soft touch. So how's your sister? I always had a thing for her. Thanks, man. Appreciate that. Wie kriegen wir das jetzt hin? Oh Mann, immerhin hat er schon falsche Richtung. Oh Mann, gleich werde ich verhaftet, weil ich hier von der Polizei. Muss ich jetzt echt die ganzen Gespräche hier anhören, mir bis ich den killen darf, oder was? Welche Richtung ist denn da die richtige? Ich blick da nie durch, in welchen Knopf ich drücken muss, dass der auf der richtigen Seite rausschaut. So, ist er da hier unten? Immer noch die scheiß Bullen hier am Arsch. Sorry, dass ich mich jetzt hier so ausdrücke. Die werden mich gleich verhaften. Ich sehe es schon kommen. Weil ich kann hier nicht auf alles gucken hier. Hey, Richtung ist da die richtige. So, oder was? Ja, jetzt muss ich schnell weg. Mann. Alter Schwede. Nein, das gibt's doch nicht. Okay, diesmal nehmen wir das Jetpack. Aber das sind echt so Sachen, wo ich mir jetzt denke, da ist das Spiel irgendwie, ich weiß nicht, da stimmt irgendwas nicht. Weil ich habe eine Minigun und baller da irgendwie wie ein Blöder auf dessen Auto. Und das ist unbesiegbar. Weil es halt so geskriptet ist. Ich meine, hallo? Da heißt es, erledige Pulaski und du kannst ihn de facto irgendwie nicht erledigen, ich muss doch schießen können, während ich das Jetpack habe. Das ging doch in der einen Mission auch. Also nicht mit der Pistole jetzt. Muss ich da vorher... Nein, ich will das nicht. Muss ich da vorher die richtige Waffe nehmen oder was? Ich konnte doch in der einen Mission schießen, während ich das Jetpack benutzt habe. Und jetzt kann ich es nicht oder was, weil das in der einen Mission geskriptet war?
Und ich kann dessen Auto nicht zerstören, solange nicht. Solange das Gespräch nicht zu Ende ist, oder was? Dieses ganze Gequatsche? Hallo? Ich weiß nicht, wie viele Kugeln reingepumpt während dieses Gesprächs, bevor ich da verhaftet worden bin. Und. Hä? Also, das sind so die Sachen, wo ich echt Lust habe, das Let's Play einfach zu beenden, weil. Weil da fehlen mir die Worte. Und jetzt kann ich nicht schießen, weil. Weil jetzt halt gerade das Spiel der Meinung ist, dass es nicht geht. Während es in der einen Mission ging. Nee, geht nicht. Egal ob Pistole oder sonst was. Okay, ich lass das Chatback jetzt trotzdem mal. Ach so, mit Chatback kann ich die Mission natürlich gar nicht starten, weil. So halt. Erledige Pulaski. Ja, aber er lässt sich ja gar nicht erledigen. Dessen Auto ist ja unbesiegbar. Wie soll das denn gehen? Die Kamera ist hier natürlich auch eine super Sache. Ja, klar. Na toll. Oh, Alter, jetzt geht das Scheißteil auch. Wie kann ich den erledigen, bitte sehr, wenn der einfach unerledigbar ist? Jetzt mal ehrlich. What the fuck's name are you doing? Der hat ein unbesiegbares Auto. Was soll ich denn tun? So, jetzt fährt er hier in die Mauer. Carl, you got it all wrong, pal. Tenpenny was the one saving your ass. Every time I wanted to get rid of you, we'd find some excuse. Ach doch. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the brakes, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Ich würde gern meine Schwester schänden. Was ist denn das für eine Ausdrucksweise? Okay. Ja, und sein Auto hat sich übrigens gerade wieder regeneriert. Obwohl es eben in die Luft geflogen ist. Oh Mann. Also, ganz, 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 ganz ehrlich. Da ist einiges in dem Spiel aber sowas von schlampig programmiert. Und die fahren über einen Polizisten drüber, weil es, ja, ist auch egal. Sowas von schlampig programmiert, das ist unfassbar. Nee, da kann ich jetzt ganz im Ernst, das kann ich nicht vertreten. Ich steige jetzt mal aus, weil ich habe den Verdacht, dass hier ein Handyanruf kommt. Na klar, kommt auch. Hello? You've hung yourself to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg? I'm surprised you remember. Look, I ain't forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say, this Salvatore guy might whack me at any moment. Na gut, jetzt geht's also weiter beim Rosenberg und wir fahren jetzt mit Pulaskis Zauberauto, das sich selbst nach Explosion wieder vollständig regeneriert, zurück nach Las Venturas. Das mache ich dann allerdings offscreen. Ich muss echt sagen, was meint ihr? Das ist doch voll verbuggt gewesen jetzt diesmal. Wir konnten dessen Auto nicht zerstören. Wir konnten es erst irgendwie nach dem Gespräch zerstören. Mit Drive-By ging es anfangs auch nicht. Da hat doch jetzt echt einiges nicht gestimmt. Und ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen frustrierend, dieses Spiel zu spielen, weil man merkt natürlich ihm auch sein Alter an. Man merkt ihm an, es ist halt ein Open-World-Spiel, aber es war eines der ersten so richtig in dem Umfang, nämlich. Die haben noch nicht alles so richtig gemacht, wie es in GTA 5 dann oder auch in GTA 4 möglich war oder einfach in anderen Spielen. Und das ist halt, ja, da bist du schon manchmal ein bisschen frustriert, weil eigentlich ist es cool, die Story ist nett gemacht und so, aber es gibt dann halt immer wieder diese Punkte, wo du da denkst, was haben die sich dabei gedacht, wie sie diese Mission geschrieben haben, wie sie das geskriptet haben, und da kommst du drauf. Ja, sie haben sich offensichtlich gar nichts dabei gedacht. Tja, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt mal eure Meinung.
bei mir hinterlässt das halt immer so ein bisschen zwiespältigen Eindruck. Ich werde diese Aufnahme jetzt auch beenden. Es wird eh mal Zeit. Ich muss ja auch noch RimWorld aufnehmen, fällt mir gerade auf. Und dann nächste Folge, ja, machen wir dann halt weiter. Das wird dann für mich erst in der Woche sein. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen chaotisch war und ich ehrlich gesagt einfach keinen Plan hatte, wieso da manche Dinge gehen und manche nicht. Naja. Und der Polizist, der uns in der letzten Folge, glaube ich, schon verhaftet, ja, letzte Folge war das, in der Luft verhaftet hatte, das war ja wohl bitte sehr auch nicht so gedacht, dass das möglich ist. Tja, wir gehen wieder nach Las Venturas und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss. You wrecked my shit!